So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend aus Belgien. Mein Name ist Wim Lievens und heute Abend werde ich Sie ein bisschen mehr erzählen über mein Swing Trading oder meine Swing Trading Strategien. Ich hoffe, die meisten jetzt sind eingeloggt, ganz viele Teilnehmer heute Abend. Das ist natürlich sehr, sehr toll. So, die meisten kennen natürlich das Webinar-System. Sie sehen hier meine Präsentation. Sie können natürlich Fragen stellen. Sie bekommen von mir morgen eine Mail und meine Seiten sind im Anhang zugefügt. Auch wenn alles klappt, wird diese Videoaufzeichnung Zeichnung sich auf mein YouTube-Channel. Ich glaube, normal morgen Vormittag ist es drauf. Wenn ihr nochmal zuschauen wollt, könnt ihr das ruhig machen. Natürlich haben Sie dann auch morgen früh meine Daten, E-Mail-Adresse und so weiter. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich immer auf mich zukommen, eine Mail schicken oder auch mal telefonieren. So, ja, danke, danke. Ganz schönen guten Abend alle zusammen. So, was werde ich heute Abend machen? Ein Wort über Swing Trading, warum das so einen Wert hat und dann werde ich direkt auf die Strategien loslegen und auch mal zeigen, wie man sich dann gute Trading-Möglichkeiten rausfinden kann. Ja, am Ende werde ich dann auch zeigen, wenn es Teilnehmer gibt, die an den Online-Kurs oder Online-Webinar teilnehmen wollen im Dezember. Ihr bekommt all diese Informationen natürlich am Ende dieses Webinar. So, lass uns mal ein Wort sagen über das Swing Trading. Wenn ich über Swing Trading rede, dann meine ich eine Position von, ich würde sagen, ein paar Tagen kann bis 2, 3 Wochen gehen. Ja, manchmal auch ein bisschen länger, aber normal sind es Positionen, ich würde mal sagen, zwischen 1 und 5 Tage. Ja, ich habe meine Trading-Karriere so angefangen in 1998, schon sehr, sehr lange her. Und natürlich habe ich die ersten 3 Jahre habe ich noch gearbeitet und habe dann am Abend mich auf das Trading konzentriert und hatte dann natürlich immer Positionen über ein paar Tagen. Manchmal war es ein bisschen länger. Ja, so, ich bin eigentlich im Trading reingekommen durch das Swing Trading. Ja, und was ist natürlich jetzt die Sache hier? Man ist immer auf die Suche nach guten Möglichkeiten und die meisten kennen natürlich schon meine Intraday-Strategien. Und dann, ja, drehen wir zum Beispiel, ihr seht das manchmal auf die Live-Trading-Videos oder das Live-Trading, das ich mache. Dann könnt ihr sehen, wie ich eigentlich einen Markt beobachte, und dann versuche, da Möglichkeiten zu sehen und dann zu traden. Natürlich, hier ist es eine ganz andere Sache, weil hier tradet man auf Tagescharts oft und dann kann man natürlich nicht warten. Da muss man sich eigentlich diese Möglichkeit, man muss eigentlich diese Möglichkeiten dann finden können. Und manuell, ja, das ist nicht realistisch, das dauert viel zu lange. Und dafür braucht man dann natürlich diese Scanner und Screener. Das werde ich Ihnen auch mal zeigen, heute Abend, dass Sie so eine Idee bekommen, wie man so an die Sache herangehen kann und wie man sich dann diese Handelsmöglichkeiten, wie man die für sich selbst finden kann. Ja, darüber wird es dann heute Abend geben. Man fragt mir oft, ja, Wim, was tradest du dann eigentlich? Und eigentlich muss ich sagen, dass ich schon fast 20 Jahre jetzt immer dieselbe Bewegungen handle. Im Grunde genommen hat es sich sehr wenig geändert. Ja. Und ich habe es hier auf Englisch, steht es hier auf diesem Slide, Rebound, ja, wo eigentlich ich immer nach Übertreibungen gesucht habe und daraus
zu traden. Natürlich Breakout-Strategien, Korrektionen zu handeln. Die Leute, die das Trading-System von mir handeln, Intraday und das Webinar morgen geht darüber, ist natürlich diese T-Line oder diese T-Channel-Strategie ist auch eine Korrektionsstrategie. Und dann Hesitation, ja, Verzögerung, glaube ich, das ist auf Deutsch. Inside Day, aber die Block- oder Box-Trade-Strategien, die im Intraday-System drin sind, kommen eigentlich auch da raus. Natürlich ist es auch so, dass die Intraday-Strategien, diese T-Line und Channel-Trading und Block-Trading-Strategien, die kann man natürlich auch umsetzen auf Swing-Trading. Das Prinzip, ist immer dasselbe, ja. Da ändert sich eigentlich nicht. Und ich würde mal schnell zeigen oder zeichnen, was ich immer eigentlich früher gemacht habe. Ich habe eigentlich 2, 3 Jahre nur, immer war dasselbe, eine Bewegung nach oben, wenn eine Aktie stark war, gewartet auf eine Korrektion und dann versucht wieder einzusteigen. Das war eine meiner Setups und der andere Setup war, wenn so der Markt nach unten gelaufen ist, nach oben wieder zurück und dann ist er nach unten gelaufen, aber nicht mehr so weit und dann habe ich immer da gekauft, Stop habe ich da hingesetzt und mein Ziel war diesen Abstand eigentlich, ja, von hier aus, so nach oben. Das waren die zwei Bewegungen. Nur das gemacht, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute die Intraday-Strategien mache und ich handle mit Range Bars und so weiter, das hat sich natürlich alles mit den Möglichkeiten, die man heute hat, kann man schneller handeln und die Plattformen sind viel besser und Trading ist auch viel billiger wie früher und so weiter, kann man alles viel schneller machen. Aber die ganze Ideen, die ganze Philosophie, die ganze kommen eigentlich aus das Swing Trading von schon sehr lange her. Okay, gehen wir mal weiter und wir haben nicht lange und darum will ich natürlich maximal auf die Strategien einsetzen, um trotzdem, dass Sie etwas davon mitnehmen können heute Abend. Dynamic RSI Strategie ist so eine Strategie. Ich glaube auch, dass die bei Self-Invest in die Plattform drin ist, aber ich verwende sie anders. Ja. Dynamic RSI ist eigentlich ein Signal, das eigentlich von einem Holländer, ein Analyst erfunden ist. Ist ein sehr gutes Signal. Ich komme gerade darauf. Und ja, das sind Signale, die man nicht oft sieht, die kommen nicht so oft vor, aber sind eigentlich ziemlich gute Signale. Die Strategie, Bagger heißt er, war eigentlich für mich mehr ein Analyst und nicht so sehr ein Trader. Und ich habe dann natürlich die ganze Trading-Philosophie, wie man da rein einsteigt und wie man aussteigt, habe ich natürlich total geändert. Aber das Signal, um zu sagen, hey, da ist vielleicht etwas, das fand ich eigentlich im Grunde sehr gut. Ja. Und ich erkläre es mal ganz einfach. Diese Strategie kann man eigentlich auf alle Produkte anwenden. Ja, da gibt es keinen Unterschied. So, die meisten kennen natürlich der klassische RSI. Ja, und das ist eigentlich ein Oszillator, ja, eigentlich sagt, wie stark eine Preisbewegung ist und wie viele Oszillatoren hat man da so zwei Zonen überkauft und überverkauft und dann geht man davon aus, wenn der Indikator sich in das überkauft in die Überkaufzone ist, dass der Markt dann nach unten gehen muss und umgekehrt, wenn in Überverkaufszone nach oben geht. Nach meiner Meinung ist es sicher nicht immer wahr und ich warne auch immer für diese Indikatoren, aber hier hatte Bagger etwas sehr Interessantes getan. Weil das Problem, das diesen klassischen RSI eigentlich hat, ist, dass er
diese, wie soll ich das sagen, die Volatilität von jedes Instrument nicht in Rechnung bringt. Jedes Instrument hat eine unterschiedliche Volatilität. Und das hat der klassische RSI, nimmt das eigentlich nicht mit. Das andere natürlich ist, dass diese Überkauft- und Überverkaufszonen, die sind statisch. Das bedeutet, oft bei Stochastik hat man das auch, diese Zonen sind 20, 25 oder 70, 75, 80, ist immer statisch. Und das ist nicht so gut. Und was hat dann eigentlich Bagger gemacht? Er hat von diesen Zonen eigentlich, er hat die dynamisch gemacht. Ja? Und ich habe hier ein Beispiel drin in meine Seiten und hier könnt ihr das deutlich sehen. Ich würde es mal sehr schnell zeigen hier. Ihr seht hier, das ist Dynamic RSI. Ihr könnt deutlich sehen, dass diese Bänder, diese Zonen dynamisch sind, weil hier ist es nicht breit und hier zum Beispiel, ja, ist der Markt viel, ja, ich würde mal sagen, beweglicher und sieht man, dass diese Bänder auseinandergehen. Und hier natürlich ist der klassische RSI und hier bleibt alles statisch. Ist ein Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Signale bekommt man nicht so oft. Aber wenn man so ein Signal bekommt, kann man davon ausgehen, dass eigentlich da so etwas eine Übertreibung gibt im Markt. Und das bedeutet, wenn man eine Übertreibung hat im Markt, kommt sehr wahrscheinlich eine Korrektion dahinter. Und das ist natürlich der Trade. Das ist die Strategie, das ist der Trick. Gehen wir mal weiter. Ich habe vielleicht hier noch ein Bild drin. Ja, okay. Dann, was hat eigentlich Bagger gesagt? Der hat gesagt, okay, wenn zum Beispiel Dynamic RSI das untere Band kreuzt, ja, dann könnten wir vielleicht kaufen, wenn das Ganze oder wenn der Indikator wieder zurückläuft nach oben und umgekehrt, wenn der Dynamic RSI das obere Band kreuzt, dann könnten wir, wenn der RSI wieder in die Bände fällt, nach unten, können wir short gehen und können wir verkaufen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nicht so gut. Warum nicht? Weil die Leute, die echt handeln, die echt traden, wissen, dass Indikatoren eigentlich immer später reagieren. Das bedeutet, dass sehr oft, wenn der Oszillator oder der Indikator das Signal gibt, dass eigentlich der Preis schon weit gelaufen ist. Man sieht das nicht, wenn man in die Vergangenheit sich das ansieht, dann hat man den Eindruck, dass der Indikator das gut anzeigt. Aber in der Realität ist es eigentlich nicht so. Und darum ist es auch so, dass ich, und das wird auch in das Seminar, den Online-Kurs, sehr deutlich trainiert, dass einmal, dass ich das Signal habe, dass ich auf einen Preiseinstieg warte, aber der ist immer preisbasiert. Ich will einsteigen auf Kerzenformationen oder Market Structure High, Market Structure Low, ja, diese Tiefs und Hochs. Und will da einsteigen, weil ich weiß, dass ich auf diese Weise komme ich früher im Markt hinein. Ja, und das ist natürlich für mein Risk-Reward viel besser. Sehr wichtig. Ja, aber Signal toll. Hier zum Beispiel ein Beispiel. Ihr seht ganz deutlich hier RSI, Dynamic RSI soll ich sagen, überverkauft. Und wenn es wieder in die Bänder hineinläuft, wird der Bagger kaufen. Nach meiner Meinung zu spät. Man muss seinen Einstieg preisbasiert machen. Ja, so, ja, noch ein paar Beispiele. Ihr könnt sehen, das ist nicht schlecht. Ja. Funktioniert natürlich nicht immer, aber ist ein gutes Signal. Und danach kommt natürlich das Wichtigste, eine von den sehr wichtigen Sachen im Trading, worüber ich finde, dass man eigentlich nicht ausreichend redet. Das ist der Ausstieg.
Man redet viel über Einstiege, Strategien und so weiter, aber eigentlich der Ausstieg ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das war am Anfang auch für mich sehr schwierig früher, weil ja, ich habe dann gekauft, soll ich mal sagen, und dann manchmal habe ich dann zu früh verkauft und manchmal zu spät verkauft und dann ja, hatte der Markt sich gegen mich gedreht und da hatte ich nicht verkauft, war noch schlimmer und das war eigentlich immer ziemlich stressvoll. Und dann habe ich nach so ein paar, ich würde mal sagen, echte gute Trades und manchmal auch schlechte, habe ich gesagt, ich muss hier ein System finden, womit ich eigentlich weiß, dass ich auf alles vorbereitet bin, wo ich weiß, dass es nicht perfekt ist, weil das ist es nie, aber womit ich leben kann. Und dann, und das mache ich in mein Intraday-System auch, ich steige immer aus in verschiedene Stufen. Ja, und ich will es mal schnell zeigen hier. Lass uns mal sagen, der Markt geht nach oben, nach unten und dann, lass uns mal sagen, ich gehe da rein. Ja. Dann geht der Stop dahin. Wenn das hier 2 Zentimeter ist, ja, um es mal ganz einfach zu sagen, habe ich sehr lange zum Beispiel die Hälfte meiner Position verkauft an 2 Zentimeter nach oben und die andere Hälfte habe ich laufen lassen. Und wenn es dann mal lief, habe ich immer nur mein Stop nachgezogen. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ja. Und ich sage das immer, und das ist das Geschäftsmodell beim Trading sehr oft, kommt auch in den Online-Kurs, wird das sehr, sehr viel drüber gesprochen. Viele Leute verstehen das nicht, aber man verdient sein Geld eigentlich mit 20% von seiner Trades. Ja. Auch wenn man hier vielleicht eine Trefferquote hat von 55, 60%, ja, 40% sind trotzdem Verlierer, ja, und von diese Gewinner, diese Verlierer sind kontrollierte Verluste, hier 2 Zentimeter. Viel von diese Gewinner sind kleine Gewinner, weil man wird dann irgendwo rausgeholt, weil der Markt mal korrigiert. So ist das Leben, geht nicht anders, aber 20, manchmal 25% von unseren Trades läuft wirklich gut. Ja. Und dann muss man eigentlich, und das ist auch so schön beim Swing Trading, muss man die Sache laufen lassen. Und dann läuft es manchmal viel weiter, wie man gedacht hätte. Und das ist natürlich die falsche, ich würde mal sagen, dazu geht man nach meiner Meinung falsch an die Sache heran, weil man weiß nie, was passieren wird. Was man wissen soll, ist, was man tun muss. Und es ist nie perfekt, aber es muss ein System sein, das man durchziehen kann und das natürlich finanziell Sinn macht. Ja. Und so, wir machen das, hier war jetzt ein Beispiel mit 2 Zielen. Oft wird das auch im Kurs auch mit 4 Zielen gemacht. Wie sind diese Stops und diese Ziele ausgedruckt? Mit ATR. Average True Range, die durchschnittliche Volatilität von das Instrument. Zum Beispiel, wenn der DAX durchschnittlich 150 Punkte am Tag bewegt und man nimmt zweimal die ATR, das bedeutet dann, dass eigentlich, wenn man das auf dem DAX handeln würde, dass der Stop 300 Punkte wegliegt. Ja, das ist die Meinung von ATR. Wenn die das auf Eurostoxx machen und zum Beispiel die ATR und die Volatilität ist 50 Punkte, zweimal 50 wäre dann 100, aber natürlich Ziele auch im Verhältnis. Und so geht das auf Euro-Dollar, so geht das auf Aktien, so geht das auf alles, ist auch alles automatisch eingestellt. Ja, sehr wichtig. Hier hat der Bagger nach meiner Meinung auch einen Fehler gemacht, wo sein Stop an einmal die Volatilität gesetzt hatte. Das kann natürlich nicht. Jeder Trader weiß das, weil da wird man konstant rausgeholt. Das hat keinen Sinn. Ja, man muss
trotzdem der Markt ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Luft geben. Und das ist oft so zweimal, manchmal dreimal die durchschnittliche Volatilität. Stops zu nah ranziehen, verliert man oft. Ja? Okay. So. Ja, gute Frage direkt. Es gibt eine Person, die nichts mehr hört. Das kann passieren, weil es sehr viele Leute sind heute Abend. Ihr könnt nochmal wieder zurück verbinden und anmelden und dann funktioniert es wieder. So, warum der Stochastic Stop? Ja, ich habe für manche Leute, die lieber einen automatisierten Stop haben, habe ich da einen Stochastic Stop entwickelt, wenn eigentlich der Markt sich gegen uns bewegt und der Stochastic gibt uns ein Signal in die umgekehrte Richtung, könnte man aussteigen. Ist ein Stop, der gut funktioniert, ist eine Alternative auf dieses ATR, diese ATR-Geschichte. Ich würde es mal zeigen. Moment, ich glaube, ich habe ein Bild davon hier und hier seht ihr das. Ja, so. Das wäre ein Kauf hier unten. Ja, das ist der Dynamic RSI. Und seht ihr, hier hat man der Stochastic in andere Richtung, steht falsch eingestellt. Hier sehe ich das Bild 833, stimmt nicht, muss 1333 sein und geht nach unten. Ja, so lange, dass man das so machen kann. Hier ist noch ein altes Bild, aber ich muss sagen, funktioniert noch immer gut. So. Joachim, wie viel Tagesdurchschnitt für ATR? Ich würde sagen, es geht da darum natürlich, um da einen guten Durchschnitt zu haben. Und ich nehme immer ziemlich viele Tage. Ich nehme 50. Weil dann weiß ich, dann habe ich so ein, ja, ein Ungefährwert, weil natürlich weiß ich es nie. Man hat, um nochmal das Beispiel zu nehmen vom DAX, der DAX, ein sehr wenig beweglicher Tag zum Beispiel auf dem DAX könnte zum Beispiel 120 Punkte sein, aber ihr weißt auch, das kann das Doppelte sein, ja, wenn es mal wirklich läuft. Mini-Dow Nachmittag ist auch so. Das bedeutet, darum nehme ich ziemlich viele Tage. Sehr gute Frage, Wolfgang. Ist das Dynamic RSI für Trendmärkte geeignet? Und das verstehe ich. Die Frage verstehe ich, weil es ist natürlich so, dass Oszillatoren bei Definition eigentlich nicht gut geeignet sind in Trendmärkten. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist absolut so. Aber ihr werdet sehen, ich werde Beispiele zeigen jetzt. Das, was diesen dynamischen RSI macht, er zeigt wirklich Übertreibungen an. Und sehr oft sind es dann Übertreibungen gegen die Trendrichtung. Zum Beispiel, ihr werdet deutlich sehen, dass es da Beispiele gibt, wo der Markt nach, zum Beispiel stark nach oben gelaufen ist und dann mal stark korrigiert. Und das wird diesen RSI-Oszillator oder der Dynamic RSI sehr deutlich anzeigen. Ja, Sachen, gute Sachen müssen nicht immer, wie soll ich sagen, schwierig sein. Ja, für diese Strategie, die ist schon eigentlich, die Signale sind eigentlich schon in die Plattform hinein. Dafür braucht man keinen Screener oder Scanner. Da hat man der TechScan und dieses Signal ist da mit drin. Ich zeige es mal für die Teilnehmer, die TechScan noch nicht kennen. Darüber, über dieses Produkt, glaube ich, dass es auf die Website und die Seite von Self-Invest viele Informationen gibt. Wahrscheinlich auch auf das YouTube-Kanal. Das könnt ihr alles raussuchen. Aber das ist ein ganz einfaches und auch gutes Instrument. Ich gehe mal hier auf, steht hier drin, TechScan. Ich klicke da drauf. Ich will es mal hier auf Deutsch setzen. So. Okay, was ist das eigentlich hier, der TechScan? Es ist ein Scan von verschiedenen Märkten, auch Währungspaare, für
auf verschiedenen Indikatoren und Strategien. Ja, wird jeder Abend, glaube ich, um 22 Uhr wird gescannt, werden all diese Märkte durchgenommen. Und hier unten stehen auch diese Dynamic RSI Kaufsignale und Dynamic RSI Verkaufssignale. Ich nehme hier mal ein Beispiel, französischer Markt. So, und dann hat er gestern Abend, ja, hier gibt es fünf, sechs Kandidaten. Okay. Und hier seht ihr, genau, ich werde es mal anzeigen, könnt ihr es deutlicher sehen. Hier ist der erste, ja, und das ist der erste hier in die Reihe, ja. In diesem Fall Renault, und könnt ihr deutlich sehen hier, dass da ein Signal, ein RSI-Kaufsignal ist. Und dann, das ist sehr einfach. Man sieht sehr schnell hier zum Beispiel Renault, finde ich eigentlich ganz gut. Sieht gut aus, ja. Geht nach oben, ein bisschen nach unten, geht man mal oben. Jetzt hat stark korrigiert, aber die Aktie sieht stark aus. Und ich könnte mir vorstellen, ich werde es mal ein bisschen kleiner zeichnen hier, weil das Gelb, das funktioniert total nicht. Ihr seht hier, dass wenn ich natürlich hier einsteige, ja, und hier meinen Stop setze, ja, das ist natürlich hier sehr klein, 2 mm, ja, aber ich hoffe, ihr könnt sehen, dass vielleicht 5 mm oder 8 mm drin, ja. Und darum geht es mir. Jedes Mal, dass man dann so einen sieht, so einen Kandidaten findet, früher habe ich es immer so gemacht, ein Stück Papier und sagen, okay, Renault ist ein guter, habe das dann eigentlich fast nur auf amerikanische Aktien gemacht und aufgeschrieben und so gemacht. Ja? Und dann so eine Liste zusammengestellt. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Vielleicht ist da noch etwas drin. Würde auch mal auf die deutsche Aktien gucken. Guck mal hier, der schlecht, geht nach unten. Will ich nicht. Der ist auch nicht gut. Der ist schwach. Er hat nicht genug korrigiert. Und der ist auch nicht gut. Ja, okay. Hier haben wir nur Renault. Gehen wir zurück. So. Gehen wir mal weiter hier. Gucken wir mal hier. Vielleicht in Deutschland. So. In Deutschland habe ich drei Signale. SAP, Siemens, BMW. SAP finde ich nicht gut. Siemens auch nicht. Der finde ich nicht schlecht, ist nicht super, aber ist nicht schlecht. Seht ihr, wie schnell das geht? Ihr könnt sehr einfach da durchklicken, um diese guten Signale rauszusuchen. Ja. Dann ist es nur warten auf das Preissignal, das Order einlegen. Ich werde immer das Order einlegen auf ein Preissignal, ein Kehrsignal. Und dann einmal, dass man eingetriggert ist, ist es nur noch eine Sache von, die ganze Sache zu betreuen, zu managen mit ein gutes Trade Management System. Ich habe, wenn ich das, nach 2, 3 Jahren war ich immer im Markt drin zwischen 10 und 20 Positionen. Ja, war wirklich so. Habe oft am Freitag viele Positionen geschlossen, ja, aber war immer drin im Markt in die Woche. 10, 20 Positionen. Ja. War nicht das erste Jahr, aber das dritte Jahr sicher. Ja. Okay. Warum sind SAP und Siemens schlecht? Weil natürlich, ich würde sagen, Siemens ist noch nicht schlecht, weil da könnte man sagen, steht hier in der Range und könnte wieder nach oben gehen. Aber SAP hat für meinen Geschmack ein bisschen zu weit korrigiert. Das ist ganz sehr weit. Könnte natürlich ein Rebound geben. Könnte sein. Ist auch eine Übertreibung. Aber ich glaube, da ist weniger Gewinn drin. Nochmal sagen, dass mit das hier, ihr werdet natürlich verschiedene Kandidaten sehen. Aber man muss sich natürlich nur die sehr guten raussuchen. Weil natürlich, wenn man das Montag macht und man steigt ein in zwei Aktien, und dann Dienstag macht man nochmal ein Tech-Scan, noch eine Position und am Mittwoch noch und dann vielleicht ist man schon am Donnerstag schon mal 8 oder 9 Mal eingestiegen und nur 2 oder 3 Mal rausgeholt. Man muss natürlich auch sehen, dass man dann das notwendige Kapital hat,
kann auch kleintreten natürlich, um natürlich all diese Positionen zu nehmen. Man kann nicht jeden Tag, die meisten können das nicht, 8 oder 9 neue Positionen nehmen. Darum ist es auch so, dass man sagt zum Beispiel, ich suche mir jeden Tag die 2 Besten aus oder die 3 Besten und lass es dabei. Ja, man kann sie trotzdem nicht alle handeln. Ja, Alexander, du hast recht. Den würde ich nicht nehmen. Okay, so, das ist nur ein Beispiel, einfaches Beispiel, wie man diese RSI, Dynamic RSI Signalen finden kann. Jeden Tag und ist ein gutes Signal, ja, muss man wirklich sagen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ich werde später noch ein paar Fragen nehmen, aber werde hier nochmal eine Strategie zeigen. Ich werde versuchen, noch 2 zu zeigen heute Abend. Eine Breakout-Strategie. Breakout-Strategien gibt es natürlich viele, aber eine Strategie, die mir immer gefallen hat, war eigentlich die Strategie, eine Strategie von Smith. Damit hat es angefangen. Und das war ein Trader, der hat immer diese Breakouts aus das 20-Tage-Kanal gehandelt. Was bedeutet das? Ein Kanal vom höchsten und tiefsten Preis von die letzten 20 Tage und die Ausbrüche nach unten oder nach oben gehandelt. Ja. Warum? Weil natürlich das sind Signale, die durch Profis noch immer beachtet werden. Ja. Wenn ein Preis ausbricht aus sein letztes 20 Tage hoch oder tief, das merkt der Markt. Ja. Und darauf liegt das Ganze. Wie wir sehen, hier ist eigentlich, ich würde mal sagen, im Grunde genommen eine sehr einfache Strategie. Nicht immer einfach auszuführen, weil viele Leute steigen zu früh aus und das kann man bei Breakouts nie machen, aber ist wirklich eine Strategie, wenn man große Bewegungen mitnehmen will. Dafür ist es ausgezeichnet. Man hat, hier habe ich so ein Bild, das Channel Breakout 20 ist ein einfacher Indikator, steht in die Plattform. Dann habe ich da ein Super Trend zugefügt. Das ist eigentlich nur ein Trendindikator, ist nur, um die Sache einfach zu machen und zu sagen, okay, ich trete nur in die Richtung des Super Trendes. Das ist nochmal etwas. Und dann ADX, Directional Movement Index, und darüber erzähle ich gerade ein bisschen mehr. Ja, ich würde es jetzt sagen, ADX, Directional Movement Index, ist eigentlich ein Indikator, der sagt, wann ein Trend stärker wird oder wenn er schwacher wird. Das bedeutet, man muss aufpassen, es sind Fehler, die man oft macht, dass man denkt, dass wenn der ADX nach oben geht, dass der Markt auch nach oben geht. Das ist nicht so. Der ADX geht nach oben, wenn eine Trendbewegung stärker wird. Ich zeige es mal hier. Könnt ihr es ganz einfach sehen. Ein Beispiel hier. Ihr seht zum Beispiel hier, dass der Markt geht nach unten. Seht ihr das? Und hier der ADX geht nach oben. Ja. Das bedeutet, wenn ein Trend stärker wird, geht der ADX nach oben. Das ist alles, was uns interessiert. Und ihr werdet sehen, warum. Breakouts sind sehr interessante Strategien, aber man muss aufpassen. Warum? Weil viele Breakouts falsch sind. Ja, sind false Breakouts. Man kann die nicht ganz vermeiden, aber man kann trotzdem dafür sorgen, dass die Trefferquote verbessert. Wie macht man das? Eigentlich gibt es 2 Filter. Erstens natürlich die Richtung. Nur Breakouts zu handeln in die Richtung des Trendes ist der Trendfilter. Und der ADX-Filter ist natürlich nur diese Breakouts zu handeln, wenn die Trendbewegung stärker wird. Ihr werdet sehen, das wird ganz viel Trades schon rausnehmen, weil
ein von diesen zwei nicht stimmt. Ja? Und das wird natürlich die Qualität von unseren Signalen stark verbessern. Ja? Ihr werdet sehen auch später, dass ich das Ganze in die Nanotrader-Plattform, dass man das einfach rein parametrieren oder programmieren kann und dass natürlich dann mit die Plattform ich diese Aktien oder diese Instrumenten finden kann, die genau dann natürlich aus dieses Kanal rausbrechen. Und das ist natürlich interessant, weil man erwischt natürlich genau die Instrumente auf dem wichtigen Moment, weil diese Breakouts aus das 20-Tage-Kanal, die gibt es natürlich nicht jeden Tag. Ja? Man braucht schon eine ganze Menge Instrumente, um daraus zu screenen und zu scannen, um das dann gut hinzukriegen. So, wie funktioniert diese Strategie? Und das ist mal eine andere Sache. Ich habe da auch ziemlich lange damit mit rumgespielt, muss ich sagen. Smith hatte ein sehr interessantes Konzept. Ich habe das ein bisschen geändert, aber trotzdem, die Basisidee kam sicher von ihm. Er hatte keine Ziele. Ja, nur Stops. Ja. Das bedeutet, dass eigentlich, dass sein Gewinn kam auf diese riese Bewegung. Weil manchmal gibt es die, ja, auf alle Instrumente. Manchmal kommt da mal eine super Bewegung. Und natürlich, wenn man nur Stops drin hat, dann kann diese Bewegung manchmal sehr weit laufen. Und das war eigentlich sehr, sehr interessant an seiner Strategie. Es gab vier Stops. Erstens war natürlich, wenn der Markt zum Beispiel ausgebrochen ist, nur der Initialstop am Fuß der Breakout-Kerze zu setzen. Ein Klassiker und, wie ich schon vorher sagte, bei Breakouts, man wird oft ausgestoppt auch, aber man verliert nur ein bisschen. Wenn es wirklich läuft, verdient man mehr. Das ist das ganze Idee natürlich. Dann hat er auch ein zweiter Stop, das war, wenn der ADX schon weit gelaufen war, das ist ein Wert von 40, ist jetzt nicht so wichtig, aber ist so. Wenn der ADX zum Beispiel schon auf 45 oder 50 gelaufen war, das bedeutet, dass der Trend schon ziemlich weit gelaufen war und der ADX hat sich dann gedreht, dann ist er ausgestiegen. War gut. Diesen Stop habe ich nie benutzt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sicher seinen Sinn. Natürlich der Supertrend-Stop, wo ihr kennt, der Supertrend ist immer so ein Stop da hinten. Das war auch ein Stop. Und der falsche Ausbruchstopp habe ich so umgesetzt. Ich hoffe, dass es ein bisschen Sinn macht auf Deutsch, aber das war auch ein sehr guter Stop. Man nimmt natürlich der erste Stop, die man begegnet. Ja? Und im Seminar kommt es sehr deutlich dabei und sieht man das ganz deutlich. Über dieses will ich noch ein Wort sagen. Wie ich schon sagte, Ausbrüche sind oft falsch. Ja, ist so. Und hier hatte er ein falscher Ausbruchstopp. Was war eigentlich die Bedeutung davon? Das ist eigentlich, dass diese falschen Ausbrüche sehr schnell zu erwischen. Ja. Und man kann der falsche Ausbruchstopp nur nützen, wenn es 5 Kerzen hier 1, 2, 3, 4, 5. Wenn das Kanal horizontal ist, flach, seit 5 Kerzen oder mehr. Und dann war es so, wenn der Markt dann ausbricht, aber die Kerze schließt, wie hier, unter dieses Niveau, steigt man aus. Das bedeutet, dann geht man davon aus, es wird wahrscheinlich nicht laufen. Es kann natürlich sein, dass der nächste Tag, dass nochmal ein Ausbruch kommt, da muss man natürlich wieder rein, dann bekommt man wieder ein Signal, kann passieren. Aber sehr oft ist es so, wenn es nicht direkt ausbricht, läuft es wieder zurück. Er hat auch eine Strategie, wo eigentlich er dann Einstieg in die andere Richtung. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Da wird auch darüber
Absolut, das war hauptsächlich Aktien. Ich habe dann nur Aktien gehandelt. Ja, nur amerikanische Aktien. Nur das, nichts anderes. Aber hat man natürlich Riesenwahl, weil jeden Tag kann man darauf scannen und screenen und man hat Tausende. Und da kommen natürlich immer ein paar gute Kandidaten raus. Das Schwierige ist natürlich, sich da ein paar rauszusuchen, weil man wird, oft hat man, ich sag mal was, man hat 10, aber man hat eigentlich nur Kapital oder ja, eine Kontogröße, um 3 zu handeln. Da muss man natürlich eine Wahl machen. Ja. Aber das ist ein, ich würde mal sagen, ein Luxus, Problem. Ja. So, das war der falsche Ausbruchstopp. Immer diese Ausbrüche gehandelt, diese Stops, jeden Tag kann man sehr einfach sagen, Stopp mal nachziehen oder nichts machen, das nur mal beobachten und dann vielleicht neues Signal nochmal einsteigen. Wirklich, so einfach kann es sein. Ja. Ist nur eine Sache, und wenn ich schreibe, Swing Trading in 10 Minuten pro Tag, dann meine ich das, das geht wirklich. Manche Tage kann man da 30 Minuten damit beschäftigt sein, aber manche Tage muss man nur mal auf seine Aktien achten und sagen, okay, da muss ich ein bisschen anpassen und so betreut man das. Okay? So, das hatten wir schon. Und jetzt die dritte Strategie und die werde ich dann auch mal zeigen in ein Screener. Und dann werdet ihr auch mal sehr deutlich sehen, wie man sich die Kandidaten selber finden kann. Ja, dann kann man das auch mal sehen. Bread-and-Butter-Strategie ist eigentlich, was ich da angegeben habe am Anfang, war diese Bewegung, Korrektion und dann, wenn es wieder in die ursprüngliche Richtung dreht, dann mal versuchen einzusteigen. Ja. Ist immer eine meiner Lieblingsstrategien gewesen. Warum? Ist natürlich so, dass wenn man hier einsteigt, ja, das Schlimmste, das passieren kann, und das passiert auch, ist, dass das Ding hier dreht und man wird auch rausgeholt. Und dann hat man das hier verloren. Ja. Das Stückchen hier hat man verloren. Aber da ist mehr drin. Ja. Und das ist die Logik selber. Und wenn man das vernünftig durchzieht und auf 100 Trades und über die ganze Jahre habe ich vielleicht Tausende gemacht, das rechnet sich. Man muss es nur tun und natürlich muss man dieses klares Money Management System durchziehen. Auch immer diese Einstiege und das kann ich heute Abend nicht so viel darüber sagen, aber sehr wichtig, früh einzusteigen und nicht hier oder noch später. Ja, viel zu spät. Ja, früh einsteigen, den Mut haben einzusteigen, das kleine Verlust mitzunehmen, wenn es so ist, ist doch so, gehört dazu. Aber wenn es dann läuft, lass es gehen. Ja, 20, 25%, die werden das Geld bringen. So geht das. Ja, okay. So, wie läuft diese Strategie? Auch hier, Moment, so ein bisschen sauber machen. Okay. Hier habe ich in diese verschiedene Komponente, habe ich einen Trendfilter drin. Das ist nur mein, ihr kennt das vielleicht auch von meine Intraday-Strategien, diesen Crossing Moving Average. Das ist nur ein einfacher Trendindikator. Man kann auch Supertrend nehmen. Man kann einen anderen Trendindikator nehmen. Aber es ist nur wichtig, man erwischt den Trend damit. Ist es immer 100% korrekt und ist der eine besser wie der andere? Kann ich nicht sagen. Manchmal ist vielleicht der eine besser, manchmal der andere. Es hat total keinen Sinn zu versuchen, dieses in das Absolute zu optimisieren, weil das geht nicht. Das ist eigentlich eine Zeitverschwendung. Ja, das hat keinen Sinn. Ja, aber der ist gut. 20-50 passt prima und ist auch ein Stochastic 13-3 drin. Ja, und was versuche ich hier zu tun? Aktien oder andere Instrumente zu erwischen, die eine Bewegung nach oben oder nach unten machen und da mal stark korrigieren.
Ja, und diese Korrektion, die wird angezeigt durch die Stochastics. Ich glaube, ich habe ein Bild, dann ist es sehr viel, es ist viel einfacher, um das zu zeigen. Ich kann das heute Abend, ich habe keine Zeit, um das zu erklären, aber man hat in die Plattform so einen Indikator, könnte man so sagen, der Meta-Sentimentor. Und der Meta-Sentimentor ist eigentlich das Gehirn des Plattformes. Ja. Das ist, wie man auf Englisch sagt, the brain. Ja. Wir können alles parametrieren, programmieren, wir können Backtesting machen, wir können automatisch handeln, wir können Screenings machen, wir können Scannings machen. Das kann alles nur passieren, weil wir hier diesen Meta-Sentimentor hat, die all diese Informationen nehmen kann und dieses dann umsetzen kann in ein Signal. Um es ganz einfach zu sagen, und das wird natürlich, das kommt in den Kurs, wird das alles erklärt und dann können die Leute das auch. Aber eigentlich hat man drei Zonen. Man hat diese grüne Zone hier zwischen 76 und 100, was eigentlich ein Kaufsignal ist. Dann hat man hier das rote hier zwischen 24 und 0, das ist ein Verkaufssignal. Und das ganze weiße Teil hier, das ihr seht, das ist neutral, dann passiert nichts. Und ihr werdet sehen, wenn ich dann ein Screening mache, bekomme ich so einen Wert. Dann wird er zum Beispiel jede Aktie oder jedes Instrument, das ich gescreent habe, wird er sagen, okay, Wim, das ist 13 und das ist 50 oder das ist 75. Und ich suche natürlich nur die Werte zwischen 0 und 24, um zu verkaufen, und zwischen 76 und 100, um zu kaufen. Ist nur ein Instrument, aber ein sehr tolles. Man braucht es nur eigentlich für vollautomatisch zu handeln, Backtesting zu machen und natürlich um Screenings zu machen, um sich Swing Trading Kandidaten rauszusuchen. Ja, dafür braucht man es. Ich zeige es mal ganz einfach. Hier ist ein sehr schönes Signal zum Beispiel. Das ist ein Golfsignal. Und passen Sie auf, der Trend ist nach oben. Ja, der korrigiert hier nach unten. Und das wird natürlich sehr schön angezeigt durch diesen Stochastic. Der Stochastic sagt, das Instrument ist überverkauft. Aber ich bin in Aufwärtstrend. Und diese Kombination oder umgekehrt, natürlich wenn es nach unten geht, die suche ich und die kann ich mit dieses Instrument, mit dieses Tool, mit diesem Screener, kann ich finden. Das Money Management, das Trade Management ist ähnlich wie beim eigentlich die andere, nicht die zweite, aber die erste Strategie, wo man in verschiedene Stufen aussteigen kann. Ich zeige es mal. Moment. Lass uns das jetzt mal in die Praxis bringen. Wie geht es hier weiter? So, das habe ich alles gezeigt. Und jetzt mal Screeners. Lass uns mal sagen, wie das aussieht. Ich nehme die Plattform und ich gehe hier in meine Screener. Ich klicke hier drauf, neu, ein Name, kann man sagen, Wim oder Wim 2, so, na, das stimmt natürlich total nicht, Wim 2, okay. Und dann muss ich natürlich meine Liste nehmen von Instrument, woraus ich suchen will. Das kann eine eigene Liste sein. Zum Beispiel ein Trader hat seine eigene Liste von Aktien und Währungspaare und andere Aktien und was auch sein soll, aber hat eine Liste von 100 oder 200 Produkte und will nur damit traden. Kann sein. Ich würde hier für heute, um es einfach zu machen, werde ich hier mal amerikanische Aktien nehmen auf CFD-Basis. Die werden reingeladen. Er hat 200 reingeladen.
Ich kann natürlich mehr drin laden. Und dann nehme ich natürlich eine Studie. Das ist, was will ich jetzt screenen? Welches Signal will ich finden? Ich habe hier Bread and Butter, habe ich natürlich schon parametriert. Steht hier drin. Okay, da muss ich hier noch etwas reingeben. Warum, weiß ich nicht, aber ich werde es tun. BIM 2. Und dann speichern und Start. Was jetzt passiert, jetzt screent die Plattform. Und dass ihr seht, wie schnell oder wie langsam, wie man das sieht, das geht. Das geht, das hängt von ab, wie schwer und wie schwierig die Studie ist, was gescreent werden soll. Aber eigentlich geht es ziemlich schnell. Das Einzige, was ihr wissen sollt, ist, dass wenn man screent mit die Plattform, kann man nichts anders machen. Das bedeutet, die Plattform funktioniert nicht mehr, man kann nicht treten. Ja? Man kann nur diese Sachen laufen lassen, bis es gelaufen ist. Ja? Ich werde jetzt nicht warten, bis die alle 200 gelaufen sind. Ich werde mal auf Stop klicken. Ihr werdet schon sehen, was dann passiert. Ich klicke hier auf Stop und hier kommt eine Liste. Und ihr seht direkt, das Sentiment wird ausgedrückt. Ich sehe viele Fragen. Ich werde versuchen, maximal darauf zu antworten. Ist viel, fast 200 Leute heute Abend und ist schwierig. Aber okay. Hier seht ihr das aktuelle Sentiment. 100. Das sind natürlich die, die mich interessieren. Und hier unter stehen noch 2-0. Und die interessieren mich natürlich auch. Lass uns mal hier anfangen. Ich werde mal klicken. Ich stelle es hier ein bisschen rüber, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich klicke auf der erste. So, okay. Ihr seht hier direkt, das ist ein Kaufsignal. Ich zeige es mal. Ihr seht ganz deutlich, mein Hintergrund, bei mir ist immer so, wenn der Markt nach oben geht, mein Hintergrund ist immer weiß. Wenn es nach unten geht, mein Filter sagt, es geht nach unten, ist mein Hintergrund grau. Normal ist es so eingestellt in die Plattform, dass es grün und rot ist. Ich stelle es immer ein auf weiß und grau. Ja, finde ich sauberer. Aber okay. Hier geht das Ganze nach oben. Ja. Ihr seht hier ganz deutlich, dass der Stochastik nach unten ist. Und ihr seht hier natürlich, dass das Ganze hier korrigiert hat und könnte jetzt wieder nach oben gehen. Ja. Das ist die Bewegung, die ich suche. Ja. Ist ein Beispiel. Ich nehme mal nochmal ein. Moment. Erase. So. Denn zweiter. Ich kann sie nicht alle nehmen. Hier nochmal ein. Seht ihr das? Sehr schön, ne? Moment. So. Könnt ganz deutlich sehen. Gib mir hier ein Kaufsignal. Warum? Markt ist nach oben. Hat korrigiert. Und hier gibt mein Signal. Das ist eigentlich ein sehr schönes Signal, weil ich habe es immer sehr gerne, wenn der Oszillator, wenn der sehr stark bewegt und der Preis bewegt nicht so stark. Ja? Und hier könnte dann ein Einstieg sein, wieder nach oben. Seht ihr das? Ja, das sind nur zwei. Ich kann mal einen probieren nach in die andere Richtung. Moment. Oder ich kann noch einen. Ich habe verschiedene. Aber, und ich habe auch nur 75 Produkte laufen lassen. Der ist nicht gut. Der finde ich auch nicht gut. Hat nicht genug korrigiert. Auch nicht genug korrigiert. Ja, auch nicht genug korrigiert. Ja, und dann noch ein letzter nach oben, Koning. Der ist besser. Seht ihr das? Der ist besser. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das Prinzip sehen von einer Strategie und eine Bewegung zu suchen auf einer Seite
und dann sich natürlich mit dieses Tool, mit die Plattform, die Instrumenten auszusuchen, die dann genau auf diesen Moment dieses Signal oder in diese Situation sind. Ja, das ist eigentlich, was ich versuche zu zeigen. Ich komme direkt an die Fragen. Ich mache es direkt. Das ist mal in die andere Richtung. Ja, das ist schlecht natürlich. Ja, das ist auch nicht super. Ja, finde ich nicht speziell, das so in der Range. Das würde ich sicher nicht handeln. Das ist doch total kein Preissignal. Das ist nicht gut. Aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip und die Möglichkeiten davon mitbekommen. Ja, Nils, das ist wahr. Es kann sein, manchmal natürlich mit dieser Breakout-Strategien, dass da manchmal man die Position Wochen und manchmal kann auch sein, einen Monat oder noch lange einhalten kann. Ist für die Breakout-Strategie so. Passiert nicht oft, aber passiert. Für die anderen Strategien ist es wirklich so, dass man oft ein paar Tagen da drin ist. Ja, desto länger, desto besser. Wenn es schlecht läuft, ist man sehr oft schon am ersten Tag oder am zweiten Tag raus. Wenn man am dritten oder vierten Tag, wenn es schon gut gelaufen ist, dann wird es oft interessant. Udo, es ist in diesem Fall die 20 Simple Moving Average, aber wirklich, das macht sehr wenig Unterschied. Es ist nur ein Filter, um die Richtung anzudeuten. Kann man zwei Plattformen öffnen? Nein, nicht auf einem Rechner. Sie können das auf zwei PCs machen, aber dann brauchen Sie, glaube ich, auch zweimal zwei Rechnungen oder zweimal zwei Anmeldungen, Demos oder ja, Daten, um anzumelden. Aber dann geht es, aber auf einen Rechner geht es nicht. Ganz sicher nicht. Diese Indikatoren, diese ganze Geschichte hier, die bekommen alle Leute von mir im Seminar, Online-Kurs, die sind alle fertig, die kann man nur einladen und da muss man nur screenen und man sich die Kandidaten aussuchen jeden Tag. Das ist alles vorbereitet auf ungefähr, es wird sieben Strategien werden erklärt und gescreent und die Daten, Daniel, sind 7 und 8 Dezember und ja, Paul, ist so, man kann, wird auch aufgezeichnet, kann man nachher auch die Aufzeichnung sehen. Manche Leute sind lieber live dabei, anderen haben nicht die Zeit, um 2 Tage freizunehmen und die bestellen nur nachher die Videoaufzeigung, natürlich auch mit das Coaching dabei und all die Studien und so weiter. Ich schicke euch die Information morgen früh, kein Problem. Ja, hier nochmal interessante Frage, Udo. Wie die Einstiege eigentlich funktionieren mit Market Structure Low, Market Structure High? Okay, lass uns mal zurückgehen. Das ist hier, ist ein alter Slide, aber ich zeige es mal hier. Market Structure Low, Market Structure High. Was sind das eigentlich? Das sind Preisbewegungen. Lass uns mal sagen, dass man hier eine Marktbewegung nach unten hat. Und da kommt so ein Moment. Hier hat man die erste Kerze. Hier hat man die zweite. Und dann kommt ein Moment, wo zum Beispiel die dritte es nicht mehr schafft, tiefer zu gehen. Und das bedeutet, man kommt eigentlich so ein, ich würde mal sagen, mögliches Umkehrsignal. Und da ist es so beim Market Structure Trading, dass eigentlich ein Tick über diese Kerze, wenn da rüber getradet wird, geht man davon aus, dass das Market Structure Punkt oder der Swing Low in diesem Fall bestätigt ist und könnte man da einsteigen.
Pass auf, das ist nicht immer das Signal, aber das ist eine von diesen Signalen, die man benutzen kann. Ja, es gibt noch andere, aber das ist sicher eine. Ein sehr interessantes Konzept. Oliver, was ich mache, bis die Wahl in Amerika rum ist, morgen werde ich sehr vorsichtig sein. Ja, wirklich. Im Vormittag kein Problem. Und das meiste, ich drehe am meisten im Vormittag trotzdem, ich würde sagen, von 8 Uhr bis 10:30 Uhr, 11 Uhr intraday. Ich werde im Nachmittag sehr vorsichtig sein morgen, weil ja, das, wenn der Markt so zu stark bewegt oder wenn dann von diese Gaps kommen und so weiter, das sind von diese Abenteuer, wo man besser rausbleibt. Übermorgen ist alles wieder normal und dann, ja, kann man wieder normal arbeiten. Aber morgen Nachmittag werde ich aufpassen. Okay, so. Ja, Marco, die werden alle erklärt in Online-Kurs. Nochmal sehr deutlich, ich glaube, ich habe es hier in, ich dachte, ich habe es hier irgendwo reingeschrieben. Nochmal ein Wort darüber. Moment. So, mach das mal weg hier. So, hier, es ist so, dass eigentlich gibt es vier Module. Das erste Teil geht über das Businessmodell vom Trading und von Swing Trading. Wie verdient man Geld mit Swing Trading? Und es ist nicht immer so, was die Leute denken. Das ist nicht, weil man Recht haben sollte. Nein. Ja, natürlich ist es gut, wenn man eine höhere Trefferquote hat, aber man muss realistisch sein. Über einen sicheren ja, Prozent kommt man nicht. Ja, das ist nicht realistisch. Und die Leute, die das erzählen, nach meiner Meinung, das sind vielleicht nicht Echttrader. Da muss man mit aufpassen. Man muss das Geschäftsmodell von Swing Trading und vom Trading im Generell verstehen. Und natürlich auch die Instrumente. Das ist das erste Teil. Das zweite Teil ist, das ist ein Teil von NanoTrader Full, von die Plattform, wo man die Leute lernt, wie man Strategien, einfach Strategien bauen kann mit die Plattform. Man braucht kein Programmation zu kennen, man muss nur parametrieren können und verstehen, wie die Plattform aufgebaut ist. Und dann kann man natürlich die Strategien nehmen, die ich vorstelle und die sich leicht ändern, kann man, oder seine eigenen Strategien parametrieren. Und natürlich einmal, dass man die Strategie gebaut hat, kann man natürlich auch screenen, weil das Ganze hängt zusammen. Ja, das ist das zweite Teil. Das dritte Teil ist dann natürlich die Strategien mit natürlich, wie steigt man da genau ein? Wie kann man das betreuen? Wie macht man das? Sehr konkret, ja. Und dann natürlich das Ganze mit Screening, die Feinheiten von Screening, die verschiedenen Screeners benutzen, die guten Kandidaten erkennen und rausfiltern. Manchmal ein bisschen die Filter strenger setzen oder weniger, wie man da rangeht. Sehr praktische, konkrete Sachen, ja. Sache ist, es nicht zu kompliziert zu machen, aber es so zu machen, dass jeder das machen kann. Ja, es ist keine Magie, man muss es nur tun. Okay, so, ich glaube, das war so ein bisschen für heute Abend. Ich will mich nochmal sehr gerne bedanken, dass ihr mit so vielen anwesend war heute Abend. Ich würde sagen, viel Spaß beim Trading. Wünsche noch einen schönen Abend und ich hoffe, bis bald. Bye bye.